Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Toy Review. Diesmal mit Combiner Wars Skydive in der Deluxe Version. Und ja, hier haben wir natürlich wieder einen weiteren von Transformers explizit gesagt super geil gelungenen Combiner. Klar, sie sind ein wenig von der Beweglichkeit und den Transformationssteps ein bisschen reduziert worden. Allerdings sind sie wirklich echt einmalig. Ja, bevor wir aber jetzt natürlich darauf eingehen, möchte ich euch wie immer zeigen, was bei dieser Figur mit dabei ist. Als erstes haben wir hier einmal Skydive in einer kleinen Karte, einer Charakterkarte, mit einem richtig gut gelungenen Charakterbild von IDW. Ich muss allerdings hier dazu sagen, dass das Bild leicht abgeändert wurde gegenüber dem Original. Das heißt, dies Bild zeigt den Generation 1 Charakter und der ist definitiv nicht so wie das Original. Das seht ihr auch hier an dem Brustkorb. Der Kopf ist eckig und nicht abgerundet. Hier oben die Flügel sind nicht vorhanden. Hier unten die Raketen an den Flügeln und. Aber das ist nicht wild, sage ich gleich dazu. Ja, ansonsten haben wir die typische Anleitung im Comic-Look. Comic-Look deswegen, weil sie wirklich im gezeichneten Comic-Look gehalten wurde und hier echt super gemacht ist. Ja, ansonsten haben wir noch mit dabei die Packung. Skydive einmal im Flugzeugmodus. Hier hinten sehen wir ihn nochmal abgebildet in seinem richtig cool gelungenen Artwork. Und das ist das, was ich meinte. Guckt euch das Artwork an und guckt euch das Artwork an. Das heißt, der Kopf ist wirklich anders. Ganz, ganz, ganz anders. Er wird von vielen auch liebevoll als Conehead bezeichnet, aber das ist gut. Finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Ansonsten haben wir hier noch die schwarze Aufschrift mit Transformers und Generations Logo. Und auf der Rückseite haben wir einmal den Flugzeugmodus und einmal den Robotermodus. Und natürlich hier den kompletten Combiner-Modus mit den anderen Team-Membern. Hier wurde er dargestellt als Arm. Ich muss aber gleich sagen, diese Zeichnung ist definitiv falsch. Ich kann euch auch sagen, wieso, denn das hier ist eigentlich ein anderer Charakter. Das ist eigentlich Firefly. Das seht ihr einfach hier vorne an den Flügeln, die abgerundeten Kufenartigen. Und ja, Skydive ist eigentlich hier dieser Fuß. Das heißt, hier ist ein kleines Missgeschick in dem Packungsdesign passiert. Aber gut, das ist ja nicht allzu schlimm. Die Packung wird bis auf von Sammlern eigentlich im Normalfall sowieso entsorgt. Ja, gehen wir jetzt einfach mal weiter. Wir haben hier noch den Flieger. Der Flieger an sich ist in einem schönen Grau gehalten. Ich versuche mal das Licht umzupositionieren. Das ist ein bisschen blendet. So, wir haben hier einmal, wie gesagt, Skydive in seiner Jetform. Er ist in Grau gehalten mit schwarz-gold lackierten Flügeln. Hier muss ich explizit wie bei allen anderen Combiner Wars Figuren sagen, super geile Figur. Allerdings, der Lack hätte besser sein können. Er hält nicht wirklich gut und blättert leicht ab. Hier lässt sich als Customer natürlich sehr leicht alles fixen, indem man jetzt das alles abklebt und mit einer speziellen Lackfarbe besprüht, beziehungsweise komplett neu lackiert mit Autolack. Ja, das erste Missgeschick ist zum Beispiel hier an den Armen passiert. Wir sehen es hier. Der Lack ist abgeplatzt, der schwarze. Das passiert sehr schnell bei den Figuren. Allein dadurch, dass man die Figur halt so ein bisschen in Fingernägeln bearbeitet. Ihr seht selbst, platzt sehr schnell ab. Hier werde ich auf jeden Fall nochmal nachbessern müssen, aber das ist nicht allzu wild. Also für mich macht das bei der Figur definitiv keinen Abbruch. Ja, die Gläser hier vorne sind in einem Grau-Blau gehalten, sehr schön. Und unten drunter sieht man jetzt bis auf die Arme und die Beine eigentlich so gut wie nichts vom Roboter. Ist alles sehr gut und stabil verpackt. Mit dazu geliefert wird hier diese Kanone. Und natürlich dann einmal noch der Fuß. Den zeige ich euch jetzt. So, wir haben jetzt hier den Fuß, der hier vorne wie so Raketen drin hat. Das heißt, jeder Fuß, jeder Arm hat andere Spitzen. Das finde ich sehr schön gemacht. Ja, und auch hier kann man natürlich, wenn man möchte, ihn zur Hand oder zum Fuß jeweils umbauen. Ja,
Firefly ist quasi hier das Pendant dazu. Er ist eigentlich der passende Charakter, um ihn quasi zu vergleichen, aber das mache ich später. Wir werden jetzt hier erstmal Skydive verwandeln. Das ist ziemlich simpel. Er ist aber der einzige Charakter, der eine kleine Varianz hat, was die Transformation angeht, was ich echt gut gelungen finde. So, wir klappen einmal erstmal hier hinten die Heckflügel hoch. Dann klappen wir die normalen Flügel hoch. Und stecken hier unten für den Fußmodus einfach den Fuß unten dran. Klappen hier das Ganze einmal zurück. Klappen das jetzt einmal so hoch. Stecken es hier rein, dass es quasi so einen Winkel bietet. Jetzt drehen wir hinten die Füße zurück. Drehen hier das Ganze einmal herum. Ja, das ist jetzt das nächste Problem. Ich habe jetzt die Füße zurückgeklappt und jetzt gibt es hier unten ein kleines Dilemma bei den Gelenken. Können wir schnell fixen. Machen gleich weiter. So, und da haben wir es auch schon gefixt. Sehr einfach eigentlich zu handhaben. Unten drunter ist ein kleines Doppeljoint-Gelenk, was nur richtig platziert werden muss. So, die Arme stecken wir wieder hier an die Seite fest. Und jetzt haben wir quasi den Fußmodus. Das ist der andere Fuß. Man kann ihn natürlich auch zu einer Hand oder zum Arm verwandeln. Das ist dann jedem selbst überlassen. Das lassen wir aber jetzt hier mal komplett weg. Das seht ihr bei den anderen etwa genauso. So, jetzt verwandeln wir den natürlich erst einmal wieder zurück zum Flieger. Um ihn dann in den Robotermodus zu bekommen. So, wie gesagt, die Heckflächen einmal nach oben, dann die Flügel nach oben. Jetzt einmal diese Klappe trotz allem zurück. So, das mir oben lösen. Dann die Arme seitlich lösen. Dann einmal hier unten die Füße aufklappen. Hier haben wir dieses Doppelgelenk, wovon ich euch erzählt habe. Das einmal so drehen, dass hier diese Teile nach unten zeigen. So. Dann die Füße schließen. Anschließend die Schultern nach oben drehen. So. Das gleiche hier. Einmal nach oben drehen, befestigen, die Arme nach unten drehen. Jetzt komplett dieses ganze Rückenteil lösen. So, und anwinkeln und hier hinten feststecken. Den Kopf einmal herumdrehen. Und die Beine splitten. So, und schon haben wir Skydive in seiner Roboter-Version. Jetzt können wir ihm natürlich hier diese doppelläufige Kanone in die Hand drücken. So. Und wir können natürlich auch noch hier diese Waffe ihm ebenfalls die Hand geben, indem wir diesen C einfach einmal nach innen reindrehen und ihm den in die andere Hand geben. So. Und jetzt haben wir quasi hier Skydive in seiner verwandelten Form. Und ich muss sagen, eine sehr schöne Figur. Alleine der Kopf, wie gesagt, ist schon sehr außergewöhnlich. Er hat ja, wie gesagt, dieses Konische, aber das Gesicht ist dafür echt extrem gut gelungen. Schade, dass die Figur keine Lightpipe-Funktion hat. Es hätte sich echt angeboten. Jetzt nur blau bemalte Figuren. Und ansonsten hat er einen Balljoint, der aber ein wenig eingeschränkt ist in der Bewegung. Das heißt, komplett nach oben drehen kann man den Kopf nicht. Nach unten drehen schon. Seitlich drehen und einmal um 360 Grad drehen geht auch. Die Arme könnt ihr natürlich um 360 Grad drehen. Passiert nur leider manchmal, dass natürlich die Schultern sich lösen. Das ist aber nicht schlimm. Ansonsten hat er hier vorne dieses zahnradartige Gelenk, mit dem ihr den Arm hier richtig schön drehen könnt. Falls dieses Gelenk mal zu locker sein sollte, ganz einfache Sache. Ihr zieht hier nur dieses Teil raus und drückt das Schwarze hier vorsichtig etwas fester zusammen. Steckt danach wieder den Arm rein und schon hält das Gelenk bombenfest. Das muss ich auch demnächst hier machen, denn hier ist das Gelenk ein wenig locker, leider. Das heißt, die Waffe nach oben halten geht schlecht. Das lässt sich aber, wie gesagt, ganz leicht beheben. So,
Ansonsten hat diese Figur ganz normal das Hüftgelenk hier unten, Double Joint. Dann einmal hier das Drehgelenk. Das Knie lässt sich gut anwinkeln. Ich finde hier, dieses Gelenk hat einen richtig schönen Touch. Schade, dass das Bein hier innen drin hohl ist. Ansonsten sehr, sehr hübsch gemacht. Ja, und die Füße sind fest. Ja, das war eigentlich auch schon die Figur an sich. Ansonsten, die Figur hat 9 von 10 Punkten in meinen Augen verdient. Leider nur 9 von 10 und nicht 10. Da die Figur selbst von der Verwandlung her zwar ganz okay ist, allerdings von dem Painting her mir nicht ganz so sehr gefällt. Grund ist einfach, dass hier vorne dieser komplette Brustkorb einfach nur komplett rot ist. Ich weiß nicht, die ganzen Details gehen halt unter und auch dieser Lack blättert zu schnell ab. Genauso an den Händen, überall, an den Armen, überall dieser Lack löst sich halt, an den Flügeln auch. Das finde ich jetzt nicht ganz so schön. Wie gesagt, kann man leicht lösen, wenn man sich daran traut, um die Figur einfach ein bisschen zu customizen. So kann man das Original quasi wiederherstellen. Allerdings hier mit einer etwas besseren Farbbeschichtung. Schade, dass Hasbro hier, jedenfalls Hasbro USA, da Deutschland daran keine Schuld trägt, hier von der Farbe doch ein bisschen Mist gebaut hat. Aber gut, das hat jede Transformers Toyline irgendwie ein wenig. Angefangen bei Transformers Prime mit den ganzen Gummiteilen, genauso wie bei der Movie 4 Line. Hier haben diese Figuren kaum noch Gummi, nur hier oben die Spitzen sind ein wenig aus ganz weichem, so Plastgummi. Das kann man verschmerzen. Ansonsten ist die Figur komplett aus Plastik und nur die Farbe ist halt diesmal nicht ganz so gut. Ja, ich hoffe, das Review hat euch ein wenig gefallen. Es war jetzt ein kurzes Review und trotzdem lohnt es sich natürlich. Ich halte die Reviews zu diesen Figuren ein wenig kurz, da die Figuren sich von der Verwandlung her überall ziemlich deutlich ähneln. Und wir sehen uns einfach das nächste Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und bis dahin, ich wünsche euch was, euer Rex4.